Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Call of the Sea. Ja, wir befinden uns jetzt im Mittelpunkt der Inseln, beziehungsweise dahin gekommen. Und wir haben schon alle in der Hand erlebt, wie man sieht. Sieht auch recht imposant aus. So, jetzt schauen wir mal, was hier geht. Oh, da drüben sehe ich auch, da ist ein Lager. Und da ist ein Lager. Gehen wir jetzt mal zu dem Lager. Falls das jetzt so weit läuft jetzt, denn sie ist ja sehr langsam, die gute Frau. Aber da müssen wir dann wohl durch. So, gehen wir da hin. Das ist alles an, was wir hier finden, ne? So, oh, da liegt schon mal wieder ein Brief. Gucken wir uns den mal an. My dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it. But what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow, damn it. Stop writing. Okay. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does? What it did to the doctor? Are you out of your mind? Werden alle ein bisschen crazier hier. Liegt noch was drin? Was ist das? Harry, what is this? Looks like the ramblings of a madman. Nora muss es tun. Zusammen mich verwandeln. Etwa mehr. Ich hatte heute einen seltsamen Traum. Ich war in einer riesigen Bibliothek und bestaunte Dinge aus einer anderen Welt. Blut plus schwarzer Schleim. Ein Katalysator? Ein Altar? Getrocknetes Blut und Schleim. Ist das nicht der Dolch, mit dem Frank angegriffen wurde? Frank, nicht Frank, ne? Wir gehen mal hier rum, gucken, was hier noch was finden. Mehr war hier nicht, ne? Kann das hier auf dem Boden? Kann man das anklicken? Ne. Nicht so viel, was wir gefunden haben. Hier ist da noch was drin? Ne, da drin ist nichts. Noch nicht. Da geht's hoch. Da geht's irgendwie rein. Da kommen wir nicht längs. Lass mal kurz zum anderen, da sagt schon, zum anderen Lager gehen, beziehungsweise dieses andere Zelt da drüben. Ich finde da noch ein paar Hinweise, denn noch weiß ich nicht genau, was wir tun sollen. Was die schnell, ne? Hinterlässt ja nicht Spuren im Sand. Ich nicht. Schade. Oh, das war so ein Ding. Guck mal, was hier ist. Sind da Bilder? So, I have to put my hand inside. Mhm. Harry asleep in his tent. What a creepy photograph. Oh my, she sounds completely out of her mind. Ich habe die Zukunft gesehen, die Ewigkeit erwartet mich und Harry der Tod. Okay. A camera. It must be Cassandra's. A camera. It must be Cassandra's. Ich dachte, man vielleicht irgendwas machen kann damit, aber kann man nicht. Gehen wir hier hoch. Oh, ein ekliges Fischmodelgesicht. Packen wir unsere Hand da rein? Let's give it a try. Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Mal gucken. Die Punkte auf meiner Hand haben sich geändert und bilden jetzt irgendwelche Symbole. Nur mehr nicht. Nur ein, okay. So, kannst du nochmal benutzen? Ist auch nichts weiter, ne? Okay. Was müssen wir jetzt machen? Oh, da liegt doch was. Oh, ist nur eine Wurzel, ne? Ah, okay. Ja, dann gehen wir mal da hoch, würde ich sagen. Oder da ist auch noch irgendwas, ne? Kann man auch irgendwas machen hier? Ach, guck mal, liegt auch noch was.
black ooze on a petri dish. Schleim in der Petrischale. My God, this syringe has traces of black ooze. What the hell were you thinking? Hm. Gucken wir mal. Oh, I really hope this works. Ja, super. Klappt noch 1A. Gehen wir mal rein. Das war jetzt nicht so schwer. If he's behind that door, I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love? Weil hier sind wir schon wieder rätsellastig aus. And how much of the man who has different doors with different symbols? Was denn? Hmm, an eye and a star. Look at the stars, maybe. Das stimmt. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth's sky, where am I now? Mal jetzt erstmal ab da oben. Macht's natürlich nicht. Okay. Kann man schon da drüben auch nochmal machen, ne? Weiß ja nicht, was das genau soll. Mach's auch mal. Da, das Symbol sieht aus wie auf meiner Hand. Wenn ich vergesse, guck mal, guck mal da. Sieht auch genauso aus wie meins, oder? Circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Aha, wir müssen wahrscheinlich die Sternkonstellation von da oben nachbauen. Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, ob das richtig ist, aber wir machen es mal. Okay, vielleicht doch nicht so das Richtige. Nee, aber da hinten auf der Tür, ist, könnte man das Symbol vielleicht nachbauen? Müssen mal gucken. Kann ich da runtergehen? Sieht man es nicht da runtergehen? Warte mal. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Mhm. Ich glaube, man kann jede Tür irgendwie mit irgendwas aufmachen. Kann das sein? Mit irgendeinem Symbol. Jetzt nur die Frage, wie wir die Symbole hinbekommen. Gucken wir uns doch mal hier die Zettelchen an. Vielleicht geben die uns ja einen Hinweis. Those stone statues seem to rotate with this switch. Mhm. Drachen, I wonder what this means. Yeah. All these papers are riddled with incoherent doodles. Okay, macht nicht so viel Sinn. Aber das sieht, das ist so, also wir gucken mal, was das Symbol da hinten hat. Das ist ja nur ein so ein Ding. Muss man vielleicht. Okay. Bin mir noch nicht so sicher. Anklinger kann ich ja nicht drücken. Ich kann praktisch nur die hier drücken. So, das haben wir alle weggemacht. Wir müssen noch kurz überlegen. Also, irgendein Symbol müssen wir hinbekommen damit. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Guck mal, hinten kann man auch noch hochgehen. Vielleicht sollten wir das mal angucken. Gibt es einen Hinweis oder so auf irgendwas? Weil irgendwie im Moment bin ich noch nicht so schlau. Oh Mann, ey. Die Kollisionsabfrage hier bei dem Spiel ist wirklich super. They carry these people here to test them. Like a challenge of some sort. Okay, bringt uns noch nicht so weit. Lass uns doch mal die Türzeichen angucken, vielleicht malt sie sich die ja auf. Komm ich hier nicht runter? Oh, ich muss echt diese Treppe runtergehen, ne? Das ist so ein Quatsch, dass ich diesen kleinen Hopser machen kann.
Where is this door leading me? Okay, sie schreibt sie auf. Das ist gut. Na, kommen wir nicht so direkt rüber, müssen wir hier links laufen wieder. Okay, zeichnen uns wir alle mal ab und dann können wir ja sehen, wie man die basteln kann. A shining constellation. I better draw it. Ja, mal alles auf, dann, gute Frau. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen schneller das durchgehen. Hm, I wonder what this means. Ja, me too. Don't know what it means. Wie kann man hochgehen? Warum kann man denn hier hochgehen? Hier gebe ich schon irgendwas auf. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. So. Constellations and stars. These people seem to worship otherworldly gods. Und mit dem Zeichen auf der Hand kann man garantiert was machen. Wenn man genau hinguckt, sind die Symbole ja alle auch in dem drinne. Im den, also unten links zum Beispiel ist ja auch, pass auf, das machen wir jetzt mal. Muss ja von diesem Punkt aus sehen vielleicht. Drücken wir mal den hier erstmal, was der nochmal gibt, für welche. So, wenn ich den angucke, ist das ja der da hinten, ne? Nee. Warte mal. Der geht so. Da fehlt noch ein unterer Bereich, ne? Wie kriegt man den denn hin? Ist die Frage. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Vielleicht können wir ja hier. Dann drück mal den hier. Oder kann man mehrere drücken, wenn man eingedrückt hat, dass man da vielleicht was zeichnen kann? Das geht nicht. Kannst du nur ausmachen und anmachen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir den hier benutzen, ob wir da nicht einen zurechtgesetzt bekommen. Das sieht doch jetzt verdammt nochmal... Nee, auch nicht. Doch, warte mal. Nee, da geht nur ein hoch und da geht zwei hoch. Okay, machen wir den nochmal aus. Lass den mal stehen und nehmen wir mal den. Und den hier mal. Da. Aha, jetzt haben wir ein Symbol hinbekommen. Dann lass uns doch mal die Tür reingehen. Wahrscheinlich kann man alles durch irgendwelche Hin- und Her-Techniken immer jeweils eine Tür aufbekommen. Wäre ja nicht das Problem. Ja, runterfallen können wir eh nicht hier. Hochgehen. What an odd structure, riddled with nooks and crannies. Was genau wir hier machen sollen, wissen wir noch nicht. Aber da oben steht ja was. Ach, guck mal hier. Oh, jetzt muss ich hier meine Hand reintun. Maybe it only hurts the first time. Ja, vielleicht tut's uns. Oh, jetzt kriege ich schon ein neues Symbol. Aha. Okay. Jetzt haben wir ein neues Symbol bekommen. Jetzt können wir wahrscheinlich auch das neue Ding aufmachen mit dem neuen Symbol. Das ist natürlich cool, aber da sind wir runtergegangen. Okay, jetzt, wo geht's denn hier hin? Ach, da kann ich gar nicht runter, es ist nur so. Okay. Aber dann wissen wir ja schon, was wir machen sollen. Wir holen uns jetzt diese. Bekackte, beziehungsweise wir gehen runter und halten unsere bekackte Hand da wieder vor. Und jetzt können wir auch noch die anderen Symbole drücken. Davon gehe ich einfach mal aus. So, wir haben das eine Symbol aufgemacht. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Es wird natürlich schwieriger und schwieriger, weil wir jetzt zwei Symbole benutzen können. Wir müssen mal gucken, welches wir da noch bauen können. Also. Mach die mal aus hier, warte mal. Nein, die aus. Und den auch aus? Aus. Ach schon, die hat man nicht angemacht. Den hier ausmachen, Entschuldigung. So, und jetzt gehen wir mal hier vorne zum ersten und können vielleicht dieses U-Teil da bauen. Also mal gucken. Okay, dann macht er das. Man kann immer nur einen benutzen zur Zeit. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann gehen wir mal hier.
Nee, das sieht nicht so aus wie das da hinten, ne? Das ist noch ein bisschen verwinkelter. Oh, wir testen mal alle aus jetzt hier. Ich guck mal kurz auf die Karte, aber der ist ja fast auf. Ne, ist auch verkehrt. Oh, das kann ein bisschen dauern. So. Nochmal hier rüber. So, dann gucken wir hier mal. Also welche Symbole haben wir noch? Also das eine Symbol haben wir ja fertig. Jetzt haben wir noch die ganzen Symbole. Das heißt, guck mal, da ist noch ein Kreis. Doch, warte mal, ich habe eine Idee. Pass auf. Den machen wir an. Und den machen wir an. Dann haben wir doch schon fast den Stern voll, ne? Also fast. Genau. Eine Öffnung muss sein, das ist die da oben. Das heißt, wir müssen den auf der anderen Seite noch anmachen. Ne, jetzt hat er alle an. Hä, warum hat er jetzt alle an? Ist er verkehrt? Drei Dinger, die abgehen und einer, der zur Kante geht. Das ist doch irgendwie... Stimmt doch jetzt nicht. Normal. Noch was zulassen. Hier rüber rennen. Also einer von denen muss es ja sein. Ich weiß noch nicht, welcher. Das ist ein kurzer. Das ist ein kurzer, ein langer, ein kurzer. Okay. Verkehrt. Ist auch keiner, denn das ist keiner, der zu ist. Mann. Das ist doch echt. Also, was ist kompliziert? Man kann sich wahrscheinlich jetzt aufschreiben und dann geht es schneller. Sonst trotzdem mal so. So. Auch nicht. Versucht den unten rechts zu bauen, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich weiß noch nicht wie. Da ist noch irgendwas hier im Argen. Auf welcher Seite muss man es denn sehen? Das ist egal, wahrscheinlich von dieser hier, ne? Verrückt. Wie ich jetzt mache, ich mache die alle nochmal aus. Fangen wir nochmal von vorne an. Weil ich gerade echt nicht weiß. Nein. So. Also, wir müssen ja wahrscheinlich von hier anfangen. Ich behaupte mal, dass das hier, das muss, so von hier muss gesehen werden. Gut. Also, der da hinten. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Oder den da unten. Oh, das ist ja der, den wir jetzt gerade gesetzt haben da, ne? Jetzt brauchen wir nur noch den Haken von da nach da. Könnte der hier sein? Ist aber nicht. Okay, warte mal.
Gut, dann haben wir den auch. Laufen wir da nochmal rein? Vielleicht muss man auch jedes Symbol nur mit dem Symbol machen. Jetzt habe ich es auch gerade mit dem gleichen Symbol gemacht. Kann natürlich sein. This place is like a labyrinth. It was submerged in black ichor. Harry seems to be on the brink of madness. But I don't feel the slightest hint of confusion. On the contrary, I feel my mind is more focused than ever. Oh, come on. Noch einmal. One more time. Na, du musst es noch einmal machen, glaube ich. Ow, that hurt. Again. So, jetzt müssen wir vielleicht auch nur mit dem Symbol das bauen gleich. Weil jetzt haben wir jetzt mit dem ersten Symbol gebaut. Ich dachte, man müsste so ein bisschen mischen, dann wäre es natürlich schwieriger gewesen. Jetzt wäre es dann doch ein bisschen simpler, wenn das nur mit diesen Symbolen geht. Probieren wir mal. Wenn meine Theorie jetzt richtig ist, dann müssen wir ja irgendwann da rein. Gut, dass man schon sehen kann von hier. Natürlich nett. Okay. So, dann müssen wir erstmal die Dinger wieder ausstellen. So. Gut, also, wir müssen, was brauchen wir jetzt für ein Symbol? Welches Symbol haben wir auf der Hand jetzt? Das Z-Ding, woraus kann man denn daraus bauen? Ich würde sagen, das ist das Ding oben rechts, ne? Würde ich behaupten, ja. Gut, wenn es oben rechts ist, dann müssen wir hier hin. Genau, das ist das. Dann brauchen wir den hier noch. Aber dann können wir nicht nur immer die gleichen nehmen. Wenn ich den jetzt nochmal nehmen. Haben wir das Ding gebaut? Das ist ja verkehrt. Pass mal auf. Der kommt raus. Und dafür kommt der rein. Das sieht schon besser aus. Jetzt brauchen wir noch oben einen. Hier beim anderen noch einen oben. Frage, welcher wir da benutzen sollen. Was den unteren hier sagen. Warte mal. Zack. So. Gut, geht jetzt flotter, weil man ein bisschen. Ich habe ein bisschen so. Den Code habe ich vielleicht nicht geknackt, aber ich habe so ein bisschen rausgefunden, glaube ich, wie es funktionieren soll. Hätte man auch beim ersten machen können. Man muss ein bisschen logischer denken, wahrscheinlich. Und das mache ich nicht immer. Immer drauf los, ne? Immer drauf los. So. Okay, und schwupp. Das ist ein anderes Ding. Ach, da kann ich durchschwimmen, okay. Den zweiten Todesbiss, den vierten Todesbiss ab. Again? Seriously? Yeah, seriously. Klar. Guck doch nicht immer da drauf, das ist so klar. Ist jedes Mal das gleiche passiert, Mann. Dumme Kuh. So. Muss ich doch wissen. Das hier hinzukommen zu diesem Ding und dann diesen Biss zu bekommen, damit man dieses neue Tattoo bekommt, ist ein bisschen Zeitschinderei, oder? Ich meine, wir wissen wahrscheinlich, dass das Spiel bald vorbei ist und dann macht man nochmal so einen Quatsch. Aber das hätte man auch lassen können, irgendwie. Naja. Da reicht, wenn die Tür aufgeht und man gleich diesen Biss holen kann, oder? So, jetzt haben wir schon vier Symbole. Und jetzt müssen wir die letzte Tür aufmachen, die da hinten. Da müssen wir aber erstmal wieder alles auf Null stellen, würde ich sagen. Ich habe gar keinen eingestellt. Gut. Aber hier. Ja, es macht keinen Sinn für mich, wenn ich jetzt da wieder da rumstelle, bevor ich die oben weggenommen habe. Ja. Das ist einfach für mich, wenn ich jetzt einmal auf 0 resette. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen anderen Knopf, wo man resetten könnte. Das wäre natürlich praktischer gewesen.
Huch, so. Gut. Gucken wir uns das Symbol mal an da. Das ist ja, welches ist das? Das da hinten? Das ist ja das oben links, okay. So müsste es sein und oben links. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dieses Ding hier unten anmachen. Oder? Definitiv nein. Shit, warte mal. Doch mal das neue Symbol mal. Das sieht doch gut aus. Das haben wir. Und das sollen wir auch gar nicht haben. Doch, sollen wir haben. Ne, sollen wir nicht haben. Sollen wir nicht ansatzweise haben. Okay. Gut, wir müssen gucken. Wir brauchen den mittleren Ring auf jeden Fall. Gucken wir mal, wenn wir das Ding anschalten hier. So, wir haben einen mittleren Ring. Das bringt uns nichts. Das ist besser. Ja, okay, warte, jetzt habe ich eine Idee. Zack, raus. Mit zurück. Ah, genau, zum ersten Ring. So. Das Ding ist richtig. Ja, ist richtig. Ist richtig. Nee, ist nicht richtig. Warte mal. Ich sehe gerade, da ist ja dieser dicke Nupsi. Das heißt, das muss da drüben hin. Der dicke Nupsi im mittleren Ring ist da. Also. Nee, den nicht. Den hier. So, den haben wir, den dicken Nupsi. Das muss auf sein, da. Rechts von dem. Das ist dann auch nicht. Das kommt ja auch nicht hin. Scheiße. Ich kenne gerade noch kein Muster wieder. Warte mal, gehen wir zum nächsten hier. Ja. Der äußere. Der so einen äußeren haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. So, wir haben den Nupsi in der Mitte. Auch verkehrt. Ja, das ist schon mal richtig. Das muss sein. Ja, der muss sein. Der ist richtig. Kurz gucken. Nur über Kopf denken. Der ist aber richtig. So, über Kopf denken. Der ist so. Also, wir haben die untere Ecke, haben wir. Mal gucken. Uha. Der ist auf jeden Fall richtig. Der hier, nee, rechts ist nicht richtig. Der muss ein gerader sein. Warte mal. Aber nicht so ein gerader. Nicht so einer. So einer. Uha. Where is the constellation I need to open the throne room? Gucken wir uns das mal an. Hä? Ich kann runtergehen, okay. So. Black and white figures. Okay. Ich würde sagen, ab hier machen wir Pause und machen es beim nächsten Mal weiter. Jetzt wird es ja spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.